Im letzten Teil waren wir zugegebenermaßen Spaßbremsen, haben lang und breit erklärt, dass die Verliebtheit nur eine Droge ist und da ist Ernüchterung immer vorprogrammiert. Ähnlich wie bei allen anderen Rauschmitteln gilt auch hier, je öfter wir uns verlieben, desto schneller lässt der Rausch nach, desto höher muss die nächste Dosis werden und desto tiefer ist der Absturz. Sofern Sie sich nach dem Absturz nicht trennen, weil Ihr Partner Ihnen im nüchternen Zustand auf einmal so grau und alltäglich vorkommt, landen Sie mit ihm wahrscheinlich auf kurz oder lang im Machtkampf. Aus den Besonderheiten, die Sie in Zeiten der Verliebtheit noch so magisch angezogen haben, sind jetzt Trennungsgründe geworden. Er war doch so leicht und heiter. Bei näherer Betrachtung stellt er sich dann als unzuverlässig heraus. Sie war doch so ein leidenschaftliches Wesen. Jetzt sorgt sie für Dramen. Der einstige Fels in der Brandung ist zum unflexiblen Pingel geworden. Je näher wir uns kennenlernen, umso weniger gibt's von all den schönen Vorstellungen. Dafür aber immer mehr reale Erfahrungen, die uns verunsichern und verletzen. Da ist nicht nur Ellenbogeneinsatz und Durchsetzen gemeint. Machtkampf ist auch Abtauchen, Verweigerung und den anderen am langen Arm verhungern lassen. Der eine versucht zu verändern, der andere zu verdrängen oder abzuwehren. Der eine räumt immer penibler die Wohnung auf, der andere lässt immer alles rumliegen. Der eine fordert immer mehr Sex, während der andere immer lustloser wird. Oft verstehen wir nicht, was nun eigentlich geschehen ist. Wie konnte nur aus unserem Traumpartner unser Todfeind werden? Vielleicht war der andere ja nur eine Mogelpackung, fragen wir uns. Aber in Wahrheit ist nur eins passiert. Wir haben uns gegenseitig nur näher kennengelernt und sind unseren verletzlichen Ebenen und Abwehrmechanismen näher gekommen. Die Übung im Machtkampf ist immer die gleiche. Steigen Sie aus dem immer gleichen Spiel. Hören Sie auf, haben zu wollen und erweitern Sie stattdessen sich selbst. Nehmen Sie das, was Sie an Ihrem Partner so wahnsinnig macht und integrieren Sie es in Ihr eigenes Leben. Das heißt nicht, werden Sie wie Ihr Partner. Das heißt nur, erweitern Sie Ihr Repertoire. Wenn Sie besonders ordentlich sind, lernen Sie es auszuhalten, etwas liegen zu lassen. Wenn Sie besonders verantwortungs- und gesundheitsbewusst mit Ihren Kindern sind, dann versuchen Sie doch mal einen Videoabend mit Chips und Hamburgern in die Kategorie lustvolles Sich-Gehen-Lassen einzuordnen. Und Ordnung ist nicht per se spießig und kreativitätshemmend. Vielleicht ist sie ja genau das, was Sie endlich mal zum Punkt kommen lässt.